Guten Morgen. So, Schillerchen haben wir gemacht hier. So eine Schillerchen, die hänge ich jetzt da oben an, links und rechts. Mal gucken, nicht, dass er mir wieder einer abreißt. Dann muss ich wieder neu machen. Ja, das habe ich gemacht, Auftragsannahme habe ich gemacht. Ich mache aber trotzdem hier vorne Auftragsannahme, ganz normal. Weil das ist ja totaler Schwachsinn, muss ich ja nicht. Ich habe ja die ganzen Vorschriften mir alle durchgelesen, da ist ja nicht davon gesagt, dass man nicht ganz normal einen Auftrag annehmen kann. Das kontaktfrei muss das nie sein, das ist totaler Schwachsinn. Das kontaktfrei, das ist ja mit Abgabeort und so ein Scheiß, geht ja gar nicht, das ist ja Quatsch, das ist Blödsinn. Denk hier, meine Maske. Die kommt dann zum Einsatz bei Kundengesprächen. Ja, da muss man sich schon dran halten, das ist schon klar, das ist alles auch in Ordnung so. Aber wie gesagt, übertreiben muss man es jetzt auch nicht. Ne? Jetzt sind ja, wir müssen uns ja nicht verstecken hier. So, dann fange ich mal an. So, wo ist er denn? Nein. So, jetzt mal. Wo ist denn jetzt? Ja, ich habe schon mal meinen Vater angerufen. Ich habe gesagt, morgen rufe ich wieder an. Ich glaube, er freut sich auch, dass ich so oft anrufe. Hat jemand anders auch angerufen? Martina angerufen? Vorher, ja. Der Vater dann so, ja, Martina ist schon gut. Alles kümmert sich um alles. Er hat mich ja auch nach der Impfung angerufen von alleine, um zu sagen, dass alles gut ist und AIDS geimpft wurde, oder? Oh, hier ist er. Hab ihn! Naja, letztendlich, hier ist meine halbe Stunde. Split. Telefon ist ja jetzt nun auch kein Drama, weißt du? Übrigens ist mir auch klar geworden, bei diesem Poster, was wir verkauft haben, ne? Bei was? Diesem Poster, also diese Reklame, warum eBay dann nochmal 1,50 abgebucht hat. Ach so. Ist mir dann selber aufgefallen. Hey. Ja, die haben ja 17 Euro noch irgendwas uns überwiesen. Das ist die PayPal-Gebühr, haben sie gleich mit abgezogen. Und dann die 1,50 sind die 10% Verkaufsprovision. Hat ja 15 Euro gebracht. Aber warum ziehen sie das nicht länger ab? Na, weil sie die Endabrechnung abwarten. Die Monatsabrechnung. Ich dachte, das machen die gleich. Das haben die doch so eigentlich formuliert. Dass das alles einfacher ist. Jetzt machen sie zwei Rechnungen. Das ist doch beschissen. Ja. Und 17 noch was ist die PayPal-Gebühr. Ja, genau. Weil die anstatt mit PayPal gezahlt hat. Das ist quasi PayPal und dann nochmal die eBay-Gebühr. Die eBay benutzt, weil sie es auf dem Zwischenkonto lagert. Also jetzt haben wir jetzt dreimal Gebühr.
Nee. Wir zahlen die Erfolgsgebühr, wir zahlen die PayPal-Gebühr und wir zahlen die eBay-Zwischenhändler-Gebühr. Da musst du PayPal rausnehmen. Als Zahlungsoption. Nee, die haben ja nur dieses PayPal abgezogen. Nein, das ist doch nicht... Von 20 Euro? 17 Euro noch was? Das ist doch zu viel. Das kostet doch keine 2,50 Euro PayPal für 20 Euro. Ziehen die keine 2 Euro noch was ab? Die ziehen doch keine 20% ab, PayPal. Also nicht so viel abziehen. 3%. 3%? 3%. Knapp. Ziehen die ab. Will ich. 3% von 20 Euro? 50 Cent. 60 Cent, ja. Also musst du PayPal als Zahlungsoption rausnehmen, weil eBay verlangt ja eine Pauschalgebühr dafür, dass sie als Zwischenhändler auftreten. Als Treuhänder auftreten. Verlangt eBay jetzt eine Pauschalgebühr. Also müssen wir jetzt die PayPal-Zahlungsoption. Also nehmen die 2 Euro ungefähr dafür. Rausnehmen. Ja, müssen wir mal gucken. Verrückt. Ja, die kompletten Versandkosten zahlen wir drauf. Ja. Da haben wir eigentlich nur 10 Euro bekommen. Ja, Mike, nur 10 Euro bekommen. Das ist ein Unding. Mhm. 4 Leute haben ein Problem mit Worten. Das ist wirklich schlimm, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird heutzutage. Und auseinanderklabustert wird und mehr über Worte gestritten wird und Formulierungen ja, als ja, über die das auch mal irgendwie so Dinge selbst. Versucht hatte zu erklären, und zwar der Mutter von Halime und so. Ja, ich muss mal. Mann, du kannst nicht einfach so hinkommen. Ich hab dich doch gerufen, wenn du nicht kommst. Mann, das kannst du nicht machen. Ja, das ist scheiße. Mach dir dein Spiel, das ist nicht irgendwo dein Spiel. Brauchst du nicht hier rufen. Kommt einfach runter hier. Was ist denn los, Alter? Darf nicht rufen. Überhaupt nicht. Nee, ach Quatsch. So ein Blödsinn. Oh, hat er aber empfindlich reagiert. Nee, ja, also. Ich gehört. Nein. Das heißt nicht nichts. Ja, was soll denn das? Alter. Ja, vor allem, ja. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Schön gesagt. Ich das nicht mag. Ja, wie selbstverständlich hier sich bei mir. Ja, ist er raus und eingeschnappt und fertig. Ja, tatsächlich. Ja. Hat er, ja. Aber ich merke das jetzt wieder beim Laufen, Treppe hoch, Treppe runter, dass das wieder anfängt. Also das hat nicht ausgereicht. Mhm. Aber diese Liegen, die haben ja viel gegammelt. Mhm. Das hat echt gut getan. Dann brauchst du eigentlich mal ein bisschen Ruhe wieder. Mhm. Ja, sag mal, was ist denn los? Was willst du machen? So, ach, Müll kommt, ich muss... Na ja. Ach ja. Geil. Er sagt, letzte Woche hat er zu tun, ja, aber weil ich zuhalte, weiter. Jetzt wie ich bekomme. Ja. Wie lange haben wir offen? Dienstag. Dienstag war Mittwoch, Donnerstag nicht. Samstag.
macht ja auch nichts mehr. Das Geld und das Wahrheit muss man halt so reduzieren. Mann, alle mal denken, dass alles umsonst ist. Gut, so, bis die guten. Ja, sehr, sehr geil. Hebelche, dann wird doch silberne, silberne. Hammer. Pedale brauchen wir. Pedale. Und
Jo. Er wirft über. Gut, ich mach mal Pause, gibt Essen. So, da bin ich wieder. Ich habe hier einen kleinen Check zu machen, wirklich kleinen Check. Da habe ich jetzt schon hier Licht gemacht, hier hinten läuft wieder. War wirklich eine kleine Sache. Bremsbelag tauschen vorne, habe ich gemacht. Und ein bisschen den Zug geschmiert. Und jetzt haben wir noch, was war noch? Licht, Sattel haben wir getauscht hier mit Kloben, neu. Aber eben nur anschrauben, nicht hier. Aber da alles mitgebracht. Ja, nur die Schrauberarbeit. Und dann haben wir jetzt hier Ständer. Der sollte ein bisschen länger gemacht werden. Der funktioniert jetzt hier nicht. Da habe ich schon die Schraube hier hinten raus. Diese kleine Konterschraube, die da hinten drin ist. Die müsst ihr hinten rausschrauben. Wenn er das noch hinkriegt, dann macht das einfach mal. Schraubt das Ding aus. Und jetzt schrauben wir das hier ab. Und probieren mal im Schraubstock. Ob wir da das Inlay noch bewegt bekommen. Ansonsten gibt es noch einen Trick, wie man es auch machen kann. Wenn man jetzt keinen neuen Ständer kaufen will, ne? Vorausgesetzt natürlich, wir leben mal nicht in der Wegwerfgesellschaft, wo man gleich jede Teil, was nicht optimal ist, was suboptimal ist, einfach entsorgen, sondern vorausgesetzt, wir wollen ein bisschen improvisieren, ein bisschen ressourcenschonend arbeiten. Lass mal hier den Quatsch hier ab, irgendjemand hat hier Isoband rumgemacht. Damit es schöner aussieht oder was, keine Ahnung. Oder damit der Fuß nicht weiter hochrutscht. Kann natürlich auch sein. Aber wahrscheinlich eher, damit es schön aussieht. So. Ja, jetzt nehmen wir an den Schraubstock. Das ist Stahl, das ist Aluminium. Und wir wissen, Stahl und Aluminium ergibt eine wunderbare, eine ganz tolle Kombination. Das eitert so gut zusammen, kann man sich ja nicht vorstellen. Ajo.
Ja, so. Da machen wir jetzt hier. Ne. Die Schraube wieder rein. Also der ist hoffnungslos verloren da drin. Das Ding kriegt man nur raus, wenn man das kaputt macht, offensichtlich. So. So. Schau mal an hier, guck. So, dann hoffen wir mal, dass das hier an Höhe reicht. Nehmt euch einfach Schraube, 13er Schlüssel. Ihr könnt dann einen hohen Zylinderkopf nehmen oder so und dreht die da unten rein. Den Rand vorher ein bisschen so, kann man ja auch quetschen oder sonstiges. Wenn ihr eine längere Schraube nehmt, umso besser, könnt ihr sogar eine Höhe verstellen. Ja, das ist die letzte Möglichkeit, das noch zu retten und eine günstige Alternative zum Neukauf. Eine Schraube kostet dort wie gesagt 30 Cent, je nach Qualität oder so. Und alles ist gut. So, da haben wir es. Ist wieder dran, der Ständer. Und jetzt gucken wir mal, wie es steht. So eine Größe. Gucken wir mal. Zack, zack, zack. Na, steht auf alle Fälle besser. Ja, perfekt. Das ist die Lösung. Ja, dann sind wir fertig damit. Ihr wisst ja noch, wa? Hier, das Rad, das gute Kettler. Ja, da ist es wieder. Ich hab's nicht über das Herz gebracht, das wegzuschmeißen. Den Rahmen. Die Dahlen sind ja hier komplett kaputt hier. Ja. Also für denjenigen, der hat da einer gefragt, ne? Warum ich das nicht aufbaue als Gebrauchtrad. Also so, wahrscheinlich so meint er, so wie es war. Ne, da wäre ja nicht viel dran zu machen, eventuell. Ja, da war sehr viel dran zu machen. Also da ist sehr viel dran zu machen. Du hast ja hier allein die Pedalen, das Lager. Die Zähne sind komplett durch. Also sprich der gesamte Antrieb. Die Laufräder, beide hin gewesen, ja. Die Decke war mindestens eine hin, also sprich auch beigleich beide. Die Bremsbeläge und so weiter. Dennoch, die Pedalen kriegt man ja gar nicht ab, das war ja auch das Problem, stimmt, jetzt kann ich mich wieder in den Sinn. Ja, also ist die Kettenradgarnitur ist auch Asche. Ich werde jetzt versuchen, die abzubauen. Wenn ich ein Diamantrad vom Schrott retten soll. Oh Gott. Könnt ihr euch vorstellen, doll sieht das nicht mehr aus.
Hier sind wir sehr schön die Biopace-Kurbeln, also diese Biopace-Blätter, wie oval die sind. Ja, Wahnsinn. Stahl und Alu wieder. Die zwei Superfreunde. Freunde fürs Leben. Das dürfte jetzt hier noch funktionieren. Aber das nächste hier schon nicht mehr. Mensch, was ist denn hier los? Na, wer hätte denn das gedacht? Na, probieren wir gleich mal die andere Seite aus. Ach, ne, das ist ja jetzt enttäuschend. Natürlich ist das genial. Das löst sich so leicht hier gerade, dass das kann ich gar nicht fassen. Geht da bestimmt gleich irgendwas anderes schief. Nee, das ist nicht das hier. So, aber dann machen wir ein bisschen Sprühsahne ran. Ach Mensch, ey. Was denn los hier? Ja. Hallo? Da mal wieder ein Rahmen rumstehen. Rahmen mit Gabel. Ja.
ist ja witzig. Dass sich das bewegen lässt, das passt das nicht. Ja, gut. Tja, so ist das. Das muss ja schön sauber gemacht werden. Da kann ja irgendwann wieder aufgebaut werden in 20 Jahren. Ach Herrgott, ey. Das ist zu schade zum Wegwerfen, aber wie willst du das machen? Die kann doch nicht alle aufheben. Verkaufen kann ich es irgendwann. Ja, das mach ich. Mach den schön sauber irgendwie. Dann irgendwann stell ich mal rein für 30, 40 Euro. Für die Gabel schon nehmen. 30 Euro. Schön stabil. Passt. So. Meine Güte. Soll ich noch eine fertig werden irgendwann? Das ist ja viel. Das ist euer Zug. Da verrottet. Aber mach ihn. Der ist echt so ein Scheiß, ey.
ist denn das Blech noch dran und alles? Das kann es doch nicht sein. Jungs, ja, da waren ein paar Jungs, die wollten ihrem Freund eine Freude machen. Und haben das Rad hier erworben, gefunden, keine Ahnung, wollten das irgendwie wieder aufbauen. Oder war das von ihm oder so, oder seinem Vater, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, alter Falter, ey, hier ist das. Ne? Nichts mehr zu löten an dem Bock. Jedes Detail ist festgerottet. Alles, was geht. Vom Schutzblech, Tretlager, über Tretlager, bis hin zur Fahrradständer. Alles einmal komplett fest. Boah, meine Herren. Tja, jetzt haben wir echt ein Problem hier. Das Werkzeug wird definitiv aufgeben, wenn ich hier versuche, das Ding rauszuholen. Ja? Also wenn ich hier mit dem Werkzeug rangehe, dieses Werkzeug, was ich dafür habe, das hält das nicht durch. Auch die ganzen Zapfen, auch in diesen anderen gehärteten Werkzeugen, die werden alle abbrechen. Da ist zu viel Power hinter. Das muss ich noch mal entweder richtig warm machen, noch einmal probiere ich es. Oder eben dann hilft nur noch anflexen. Also einflexen und... Geht schon, kriegt man schon hin. Man kriegt es hin auf alle Fälle. Geht kaputt, will ich nicht, dass es kaputt geht. Ist mir zu teuer. Boah, Mensch, meine Beine, die brechen weg hier. Gibt's doch gar nicht. Okay, zeige euch mal erstmal vorher nochmal. Also ihr habt hier so eine festsitzende Lagerschale, die man nicht rausbekommt. Mit Hitze hat es ohne geklappt. Aber schaut mal hier. So sieht die aus.
Kein Problem, kriegen wir hin. Ich zeige euch jetzt einmal hier. Zwischenstufe. Es ist ja klar, wo es hingeht, ne? Drehen wir um, machen das nochmal von der anderen Seite. Naja. So, jetzt haben wir beide Seiten angeflacht. So, und jetzt schaut mal, jetzt geht's da, schaut und staunt, ist das geil, einmal angedreht, perfekt. Tja. Schauen wir den Rest hier raus. Na, guck mal. Ja, fucking Fact. Ja, guckt. Also, wunderbar. So geht das, so macht man sich das Werkzeug nicht kaputt. Na Gott, jetzt sagen wir mal, es runterschmeißt noch, dann geht es ja doch noch mal kaputt. Ja, und so ist der Rahmen gerettet. Und wir könnten weiterfahren. Ne? Jetzt kann ein neues Lager eingebaut werden. Ganz easy. Und alles ab noch, hier die gebrochenen Bleche ab und so, das muss, Jungs, da müsst ihr noch ein bisschen ran, da müsst ihr noch ein bisschen was machen, ja. Der Rest ist eine Tüte hier, könnt ihr alles reanimieren oder neu verbauen, müsst ihr schauen. Das würde ich hier ausbohren, das Teil, das ist sehr hässlich, hier hinten, den Hinterbau mal ein bisschen hübsch machen noch, ja. Und dann kann es wieder ein schönes Rad werden, das Goratec hier ist ja gar nicht so schlecht gewesen. Aber schau an, italienische Lager, ne? Ja, also, gucken wir mal an. So, die. Wo war ich stehen geblieben eigentlich? So, ja. Warum machen wir die Speichen hier wieder drin? Ob wir das Laufrad hier noch gerade hinkriegen, weiß ich nicht. Müssen wir sehen. Mal schauen. Gut, ich lade jetzt ein. Ich packe jetzt ein. Ich laufe jetzt hoch und runter mit den Rädern. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Sagt der Tommy. Vielleicht auch erst wieder übermorgen. Ich muss mal sehen jetzt, wie die Vlogs kommen, weil wie gesagt, jetzt ist ja nicht so interessant, weil ja nicht so Publikumsverkehr ist. Aber wenn irgendeine interessante Sache kommt, wie zum Beispiel heute mit dem Tretlagerausbau, wie man es auch machen kann, dann schalte ich einfach ein. Ich werde auch ein ganz, vermutlich ist das jetzt ein ganz kurzer Vlog geworden heute. Müssen wir mal gucken. Also macht der Dude. Bis dann, ciao, sagt der Tommy. Corona-frei in den Mai, Teil 2. Jahr 2. Ja. Wenn ich das in 10 Jahren noch sage, ich glaube, dann hebt es uns alle nicht mehr. Ich glaube, das halten wir alle nicht durch. Die Normalsterblichen halten sowas nicht durch. Die normalen Menschen, das können nur, das können nur Leute. Ja, 2. Wird verrückt. Ciao.